Kommen wir mal, Leute, was geht ab? Ich bin's, Kaido Akian. Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem kurzen Informationsvideo. Und zwar lief ja vor einiger Zeit das 1000 Abonnenten Gewinnspiel, also 1000 Menschen Gewinnspiel, um es besser zu nennen. Denn im Endeffekt zähle ich nicht Abonnenten, sondern ich zähle Menschen. Ich zähle Menschen, die die Community weiter vorantreiben. Und zu diesem Anlass habe ich ja mehrere Preise ausgeschüttet. Ja, es gab 3 Gewinner. 2 davon wurden schon entlohnt und ich habe mir gedacht, oder besser gesagt, nachgefragt, ob es vielleicht möglich wäre, dass mir diese Leute, die gewonnen haben, auch einen Nachweis schicken, dass der Gewinn bei ihnen angekommen ist. Ja, praktisch um das gesamte transparent zu halten. Die Gewinne waren Platz 3 und Platz 2 kriegen ein Detektiv-Conan-Band 91 und von Platz 3 zu Platz 1 gibt es noch eine Goodie von der Anime-Messe, die ich mir damals erworben habe, und diese werden halt immer preislich steigen weiter an. Das heißt, Platz 3 hat einen Gegenwert, Platz 2 hat ein anderes Goodie mit einem etwas höheren Gegenwert. Platz 1 konnte ich noch nicht verlosen, denn das war ja der Film 20, der kommt ja im September raus. Dazu würde es dann aber hoffentlich auch noch mal ein Bild geben. So. Der dritte Platz war ja Otsan Yilmaz. Hier hat er mir noch eine schöne Mitteilung geschrieben. Das ist angekommen. Ja, das war einmal der Detektiv Conan Band 91 und noch eine relativ frische Zeitschrift, ja. Mit unter anderem Magic Kaito mit so einem schönen Prägungsdruck, meiner Meinung nach sehr, sehr informativ und ein cooles Gimmick. Ich wusste bis dato nicht mal, dass diese Zeitschrift existiert. So. Platz 2 ist auch angekommen. Das war nämlich die Christine. Auch Band 91, die hat nämlich ein Portemonnaie bekommen von Walk Daddy. Ja, und dieses Portemonnaie an sich, eine echt coole Sache. Die Preise habe ich abgemacht, ja, denn mit Geld soll man generell nicht irgendwie prahlen oder sonst was. Hat auf jeden Fall ungefähr den vierfachen Gegenwert von der Zeitschrift gehabt. Eine relativ coole Sache, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass sie mitgemacht haben, ja, dass die Antworten richtig waren. Ich bedanke mich auch bei allen anderen Beteiligten und über Platz 1 freue ich mich übrigens auch. Bald gibt es wieder ein Gewinnspiel, ja, ich denke mal so bei 5000 Abonnenten, 2500, mal gucken. Dort würde es aber anders gehen, das heißt, ich werde keine Bonuschancen mehr machen mit Facebook oder Twitter. Ja, ganz einfach, dass halt jeder nur eine Chance hat. Und dieses Gewinnspiel wird dann auch eine extreme Steigerung sein vom Schwierigkeitsgrad. Das war es erstmal dazu, ja, als Beweisvideo, dass diese Gewinne auch wirklich angekommen sind. Zweiter Punkt, worauf ich darauf übrigens gekommen bin, ich habe ja damals schon gesagt, dass ich es transparent halten wollte, und Tulla, Anime, Shoutout, könnt ihr auch mal vorbeigucken, macht auch coole Videos, hat nämlich auch auf Twitter was gepostet, ich folge ihm ja, dass er auch mal beim Anime-Gewinnspiel gewonnen hat und er seit Monaten auf den Gewinn wartet und jetzt er noch dafür sogar noch 20 Euro bezahlen will. Was ich euch damit sagen will, Leute, es ist halt wirklich so, dass viele Leute dieses Gewinnspielmodul nutzen, um einfach Abonnentenzuwachs zu bekommen und die Gewinne aber gar nicht rausschicken. Das war auch ein Grund dafür, dass ich euch ein Textdokument extern verlinkt habe, dass ich dann im Video nicht aktiv dafür werbe, was ihr dafür machen müsst, ja. Es hat einfach den anderen Hintergrund, dass ich wirklich nicht darauf abgezielt habe, das zu machen. Natürlich ist es halt schon in der Reihenfolge, aber es geht in erster Linie darum, um euch was zurückzugeben, ja. Dass ich zum Beispiel jetzt auch mal, ich sag mal, die Einnahmen, das heißt, wenn ihr euch ein Video anguckt und den Adblocker ausmacht oder gar keinen habt, kriege ich dadurch einen Geldbetrag, ja, einen kleinen Geldbetrag. Und davon profitiere ich am Ende des Videos, wovon ich mir dann Equipment kaufen kann, besseres Mikrofon, bessere Aufnahmeprogramme und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt ist ja das Geld durch euch gekommen und durch diese Gewinnspiele gebe ich euch einen wirklich großen Betrag. Für die Leute, die jetzt nicht so viel wissen, wie viel, der verdient jetzt Millionen. Nein, im Gegenteil. Einen sehr, sehr großen Betrag, ja, sogar fast mehr, als man selber bekommen hat, wiederzugeben. Warum mache ich das Ganze? Einfach, damit ihr seht, yo, ich bedanke mich dafür, dass ihr meine Videos anguckt. Dadurch geht's im Endeffekt, ja. Im Endeffekt Ziel, eine Community aufzubauen, die immer größer, größer, größer wird, was man einfach erreichen kann in Deutschland. Denn Detektiv Conan, meiner Meinung nach, war lange tot. Jetzt natürlich cool, dass es bei ProSiebenMax wieder läuft. Die Zuschauerzahlen sind stabil, Leute, und wir können echt was Gutes tun, wenn wir diesen Kanal weiter am Leben behalten. Deshalb auch den Discord-Channel, wo man wirklich viele Informationen kriegt. Deshalb probiere ich das Spektrum des Detektiv Conan-Informationswissens so breit wie möglich zu halten. So, jetzt zu der nächsten Sache. Das war es erstmal zu dem Gewinnspiel. Coole Sache mit dem Tulla, wie gesagt. Und die nächste Sache ist eine Abstimmung. Das heißt, am Anfang des Videos und am Ende seht ihr rechts oben im Video so ein i. Das könnt ihr aber nur sehen, wenn ihr, glaube ich, am Desktop seid, also am PC. Also wenn ihr übers Handy guckt, seht ihr das nicht. Ist auch nicht schlimm. Da gibt es einen Abstimmungs
deine Abstimmung. Da konnt ihr abstimmen, wie, was für Videos und so weiter und so fort. Und darum geht es mir. Was für Videos seht ihr am liebsten? Denn ich möchte ja ganz klar, oder ich mache ja auf dem Video das, was mir gefällt. Das wird sich auch nie ändern. Aber ich kann euch ja eine Auswahl geben von den Sachen, die mir gefallen. Und die Sachen, die euch mehr gefallen, kann ich auch öfters machen. Das heißt, ich werde dort eine Abstimmung machen, da könnt ihr abstimmen. Ob ihr Podcast-Videos sehen wollt. Podcasts sind nicht immer längere Videos. In den Podcasts geht es hauptsächlich darum, dass ich euch keine Bilder zeige, sondern dass alles nur ein Audio-Content ist. Ihr habt einfach nur eine Audiospur, könnt euch ins Bett legen und dabei was anderes machen. Ihr müsst also nicht zwangsläufig die visuellen Elemente wahrnehmen, um das Video zu verstehen. Ja, erstmal dazu. Oder Faktenvideos zu Detective Conan, ich sag mal, Episoden-Reviews, Kapitel-Reviews, wie ihr das gerne haben wollt, ob ihr mehr Livestreams haben wollt und so weiter und so fort. Dort könnt ihr einfach mal abstimmen, würde mich auf jeden Fall mal freuen. Das war's dazu. Wenn ihr dieses Video seht, geht wahrscheinlich in Kürze noch ein Video online und zwar ein Mary-Podcast. Ich find's echt cool gelungen. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal, euer Kaito Akai.